Hey Pasta Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute gibt's in 0,nix ganz schnell ein geiles Rezept für einen widerlich schmeckenden, sehr gesunden Immunsystem- und Verdauungsdrink am Morgen. So, ist eine sehr einfache Sache. Okay, ich weiß, am Anfang zeigt man immer alle Zutaten. Gut, Moment. Also, du brauchst Glutamin. Ganz einfach, weil Glutamin sehr, sehr gut für die Darmgesundheit ist. Darüber auch tatsächlich über die Darmbakterien und so weiter fürs Immunsystem. Hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Glutamin kommt mit rein. Du brauchst einen Entsafter. Bitte besorg dir einfach einen Entsafter auf Amazon. Ich möchte nicht immer irgendwelche Links irgendwo reinposten müssen, weil einkaufen ist nicht so schwierig. Du weißt, dass du mit einem Affiliate-Link 10%. Ich weiß. Und dass das eine sehr gute Nebenbei-Einnahmequelle ist. Ich weiß, sollte das endlich mal machen. Das solltest du machen. Ja. Okay, demnächst mit Affiliate-Link, bis dahin Entsafter. So, also du brauchst einen Entsafter. Ja, sollte ich machen, ich weiß, alles gut. Ihr habt recht, danke, ihr wollt mich supporten. Ich weiß, ich bin nur faul. So, du brauchst, ich mache das habe ich ja schon mal angeteasert, ich mache davon 2 Stück die Woche. Das heißt, ich mache jetzt einen Vorrat für circa 3 Tage. Dafür brauche ich 1,5 Zitronen, so eine ganze Packung Kurkuma, das sind 80 Gramm. Und wirklich viel Ingwer, wie du siehst, wirklich viel Ingwer. Was dann am Ende noch reinkommt, ist naturtrübes Apfelessig. Das mische ich aber tatsächlich immer spontan erst dazu, wenn ich das morgens trinke. Aber das zeige ich euch gleich alles. So, was machen wir? Zuerst mal kommt der Entsafter in Action, das kann man sich eigentlich denken. Jetzt wird es ziemlich einfach. Wir fangen mal mit dem Kurkuma an. Der ist da schnell reingehauen. Einfach alles hier oben rein. So, zack, passt. Da ist jetzt noch ein bisschen Platz über, dann schauen wir mal, dass wir schon einen Anteil vom Ingwer da unterbringen können. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt zu hoch gegriffen, wir gucken mal. Ihr werdet staunen, jeder, der das noch nicht gemacht hat, ey, wie viel von diesem ganzen Zeug du brauchst, um einfach ein bisschen Flüssigkeit rauszubekommen. Deswegen, kauf da ordentlich ein und ab geht's. Zulegen hier. Will man nicht hören. Gewalt. Da kommt's. Das Gold. Ganz schwer zu erkennen. Erstmal Kurkuma. Dann bist du wohl. Natürlich, klar, also muss ich hier noch hinzufügen, ich meckere hier, weil es zu wenig Saft ist, ja, aber das ist halt pur, ne, das ist alles andere als ein Vergnügen, das jetzt so zu sich zu nehmen. Machen wir mal mit dem Ingwer weiter und danach machen wir die Zitronen gemütlich extra und jetzt hoffen wir mal, dass noch ein bisschen Gelb dazu kommt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das schmeckt? Hast du schon mal einen Ingwer gebissen? Das ist ein Scheiß dagegen. Das ist Kindergarten dagegen. So, jetzt machen wir natürlich noch weiter mit der Zitrone. Einmal du. Also ich glaube, ihr wollt den Affiliate-Link von meinem gar nicht, weil ich weiß ja nicht, ja, aber ich glaube nicht, dass das so aussehen sollte. Auch hier ist das alles so, das glaube ich nicht, dass das so sein sollte.
möchte ich hier einfach mal sagen. Also das fließt natürlich negativ in meine Käuferbewertung ein. Also den kauft ihr vielleicht nicht. Denied. Will ich jetzt eine Anzeige? Ich weiß es nicht. So, das musst du tatsächlich auch ein bisschen so stehen lassen, weil da kommt immer noch was hinterher. Und, aber das ist wirklich, Leute, das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, wie das schmeckt. Emil, willst du probieren? Einen kleinen Schluck würde ich gerne probieren. Das riecht auch fantastisch, muss ich sagen. Also das ist riecht auch, richtig geil. Weißt du, was geil ist? Das Gefühl, wenn du es trinkst, in deinem Rachen. Das ist geil. Aber wir machen es mal so. Ich lasse dich einen kurzen so probieren und dann aber vom fertigen Drink. Okay. Mit dem Apfelessig. Was sagst du denn dann? Jetzt machen wir erstmal, weil da gönne ich mir auch gerne noch ein, weil es sehr, sehr geil auch für den Magen ist. Ich habe doch hier so ein Espresso-Tässchen. Ja. Nehme ich erstmal ein Schlückchen und dann ist Emil dran. Und dann zeige ich euch natürlich das fertige Getränk. Mmh, das schmeckt. Oh. Oh. Boom, Motherfucker. Nice. Da schmeckst du halt, was pur ist. Ist halt wirklich geil. Wow! Wow! Alter! Boah! Das ist die Essenz. Spürst du die Essenz? Oh, sieht man meine Tränen? Spürst du die Essenz? What? Frag mir, ob du sie spürst. Oh, ist das krass. Was ist das für ein Schock? Leute, ihr spürt die Essenz. Das ist ein richtiger Schock. Ich spüre die Essenz. What the fuck? So. Alter, das ist... Boah, mir kommen wirklich die Tränen, ne? Sehr geil. Also, Leute, wirkt. Hammer, hammer nice. Ey, was ist das? Und jetzt noch mal ganz kurz für Emil einfach. Nochmal der fertige Drink, auch für dich natürlich, wenn du das morgens machen möchtest. Ich mache das immer so, das Zeug kommt so in den Shaker und dann in den Kühlschrank und dann kann ich von da jeden Morgen ein bisschen abschöpfen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Wir sparen Zeit und machen das direkt. Nehme mir dann morgens ein Gläschen. Dann, da muss man halt abschätzen. Ne? Du willst es für 3 Tage aufteilen. Hier nochmal immer schön, auch wenn du den Shaker nimmst, vorher wirklich gut schütteln, weil da setzt sich ja doch ein bisschen Fleisch, Fruchtfleisch. Nehmen wir zum Beispiel so, ne? Das reicht dann. Das ist ungefähr ein Drittel. Was wir jetzt machen müssen. Ein Esslöffel naturtrübes Apfelessig. Ziemlich gut für den Magen übrigens, deswegen halt nur nochmal. So. Das riecht schon herzallerliebst. Jetzt haben wir halt wirklich langsam alles zusammen, was Immunsystem, Magen und so weiter angeht. Das Bixum-Glutamin hier nochmal. Und da auch nicht geizen. Ne? Also wirklich hier. So. Geht auch leichter runter, wenn da ein bisschen lauwarmes Wasser untergemischt ist. Also sonst ist es schon eklig. Und genau so morgens möglichst auf Ex mit deinen Kapseln oder was weiß ich runter, vorm nüchternen Cardio sogar noch. Sehr, sehr geil für den Magen. Wichtig, viele von euch, die schon länger mit Bodybuilding zu tun haben, kennen dieses Rezept. Ich habe es damals erstmals von Alexikon bekommen, bin unglaublich begeistert. Es beruhigt den Magen. Wenn du einen gestressten Magen hast, der ist innerhalb von ein paar Tagen wirklich flacher. Das ist kein Scheiß. Und deswegen ist es sehr, sehr geil, dass du das einfach mit beibehalten kannst, jeden Morgen so als Ritual. Wenn es ein bisschen auf den Magen geht, manchmal ist die Zitronensäure so ein bisschen, dass dir den Magen empfindlicher macht, dann kannst du die auch weglassen, also die Zitrone. Aber in geringem Maße, dann ist es eigentlich sehr, sehr geil. Bin mal gespannt, welches Rezept du besser finden wirst. Und jetzt, cheers. Das ist der fertige morgendliche Drink. Jetzt kickt halt das Apfelessig, ne? Das ist nur ein Esslöffel, aber den kriegst du mit. Alter, der trinkt's auf, Ex. Run. Oh mein Gott! Jetzt ist eine andere Welt, ne? Alter! Kann ich auch nicht mehr lachen. Boah! Boah! Ja. Woo! Genau. Was? Boah! Ja. Boah, das Essig, das ist krass. Ja, du hast halt Rachen, Magenentgiftung, alles auf einmal, schön Immunsystem push. Da bist du auch erstmal da. Du also das erste, mal, muss ich ehrlich sagen, hat mir schon besser geschmeckt, so, ne? Das, diesen Essiggeschmack, den feiere ich nicht. Ja. Aber, boah, es ist krass. Es ist immer so ein, boah. Okay, das ist sehr gut. Ich persönlich muss wirklich sagen, das Urrezept, das ursprüngliche, ist ohne Kurkuma und Ingwer im Entsafter. Aber zusammen ist das wirklich perfekt. So habe ich es halt jetzt langsam eingebürgert bei mir. Es funktioniert wunderbar. Ich konnte meinen Magen damit wirklich nochmal richtig auf ein neues Level bringen. Der ist wirklich immer flacher geworden dadurch nochmal, also der Bauch. Deswegen kann ich nur empfehlen, super für die Verdauung, natürlich auch stark fürs Immunsystem. Rezept hast du jetzt hier gesehen, mir reicht es für 3 Tage. Kommt jetzt in den Kühlschrank, jetzt bin ich erstmal wieder versorgt. Und ja,
Gib mir doch gerne mal Feedback, wie es dir geschmeckt hat und wie du das Rezept machst, wenn du so ein ähnliches machst. Würde mich interessieren. Ansonsten natürlich gerne ein Abo da lassen, wenn du den Content interessant findest und wenn du noch mehr von deinem täglichen Bedarf und Gebrauch so sehen möchtest, schreib es einfach rein. Wir sehen uns... Nochmal. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bam!